Und weiter geht's mit Part 2 unseres Wie erstelle ich einen geilen YouTube-Hintergrund-Tutorials. Genau. Ich werde schon im Voraus sagen, ihr werdet vielleicht einige GFX-Packs runterladen müssen. Ladet auf jeden Fall mein 1K-Exclusive GFX-Pack runter, weil ich dort meine Color Corrections reingetan habe, die ich benutze. Und die werden wir auf jeden Fall brauchen. Auch ein paar Space Dogs. Flares habe ich nicht reingetan. Die könnt ihr euch woanders runterladen. Ich werde schauen, ob ich die noch finde, die ich benutze, und die dann euch in die Beschreibung stellen, und dass ihr das auch dann alles habt, was ihr braucht. Gut, dann starten wir mal. Ihr werdet, glaube ich, auch in dem Pack mein YouTube Template finden, das wir jetzt erstmal brauchen. Das habe ich wohin getan. Ihr seht es da, Photoshop. Das normale. Genau. Kurz vorab. Das Ding. Der Kasten in der Mitte ist leicht nach unten verschoben. Deswegen nehmen wir, klicken auf Layer, nehmen hier dieses Ding da und die Falltaste ein bisschen nach oben. Zweimal. Dann passt es an sich alles. Öffnen wir hier Datei neu und nehmen 1280 mal 27. Denn jetzt geht es an den Text erstmal, den Text vorarbeiten. Stellen wir eine neue Ebene hier unten. Ausgewählt sein, schwarz. Dann auf das Füllwerkzeug und einfach mal in die Mitte klicken. Dann schau ich mal ein bisschen. Nehmt ihr euren 3D-Text. Da. Da ist sie schon gerendert. Das habe ich jetzt leider nicht weggemacht. Bei euch wird das dann nicht sein, weil es an der Schrift liegt. Ist ja egal. Interessiert ja keinen. Gut. Dann hätten wir den Text schon mal geöffnet. Als erstes machen wir hier, übernehmen das den Radierer, klicken einfach mal in die Mitte, dann kommt hier der Vorgang, kann das Wort gesetzt werden, bla bla bla. Nur, dass wir den Text besser bearbeiten können. Das war's auch schon. Dann auf Fülloption, dann gehen wir auf Schein nach innen. Ja, so. Die Größe stellen wir schon ungefähr so je nach Text. Wir stellen das hier auf Weiß. Ineinander kopieren. Und dann schaut ihr mal, nicht zu stark. Und wir füllen auch nicht so ein bisschen, dass es so aussieht, genau. Dann noch den Schatten nach innen. Größe auch wieder so ein bisschen mehr. Dafür halt hier die Deckkraft runterstellen. Genau. Das war's auch schon da. Gut, jetzt wollen wir den Text noch ein bisschen überlagern mit verschiedenen Texturen. Da schaue ich mal, was ich für Texturen habe. Ihr müsst dann selber schauen, was ihr so habt, was ihr so findet. Textures. Schauen wir mal. Irgendwas, was halt gut aussieht. Grunge-mäßig. Nehmen wir das mal. Ja, nehmen wir es einfach mal. Ich kann euch die auch in die Beschreibung stellen, wenn euch der Wunsch dann auch steht. Sieht ihr so, dass sie ganz um den Text geht. Und dann macht ihr Rechtsklick. Schnittmaske erstellen. Hier. Ändert ihr von normal zum ineinander kopieren, und schon mal hätten wir das hier auch gleich fertig. Gut, was möchten wir denn noch machen? Genau, wir werden jetzt an die Seiten des Textes ein paar Flares hinpacken. Dafür schaue ich mal, was ich für Flares habe. Geh zurück. Genau hier. Die sieht doch gut aus. Nehme ich die jetzt einfach mal. Ja. Schaut mal, was ihr da so findet. Wenn ihr wollt, kann ich die euch auch in die Beschreibung stellen. Das werde ich wahrscheinlich auch alles machen. Ah, mein Kabel ist eingeklemmt. So ein Dreck. Ja, sorry. Und dann habt ihr auch das gleiche, was ich benutze. Jetzt klicken wir hier, wir nehmen den Radierer, klicken hier rein. Und dann kommt das gleiche. Jetzt können wir das bearbeiten. Halten wir Steuerung. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Steuerung und U gedrückt. Dann können wir die Farbe ändern. Ich hätte jetzt gern eine. Obwohl, ja, ich weiß nicht, es gibt bessere Flares, deswegen nehmen wir mal ein paar bessere. Schauen wir mal, was ich so habe. Ich nehme einfach jetzt Flares aus dem GFX-Pack. Muss man mal ein bisschen immer selber rumprobieren. Ich werde jetzt auch nicht alles auf Anhieb richtig machen, ein bisschen rumprobieren. Aber so läuft es beim Erstellen eines Hintergrunds, das kann man jetzt leider nicht ändern. Was mache ich hier? Okay, schauen wir mal. Da ist bestimmt was drin.
Okay, ja doch, da ist bestimmt was drin. Doch. Flares. Genau, die rote möchte ich haben. Dieses rote Ding. Wenn ihr es wollt, sagt Bescheid. Ich stelle es euch in die Beschreibung. Ist kein Problem. Okay, gut. Dann stellen wir hier. Erstmal wollen wir das nicht als Schnittmaske haben. Schon mal zurückwandeln. Dann stellen wir hier normal zu negativ multiplizieren. Und können dann mit Steuerung und T das Ganze. Mit Halten von Shift größer ziehen und auch einfach drehen. Bei Shift könnt ihr dann genauer drehen, genau so. Wir wollen das nämlich hier jetzt anpassen an die Seiten. Da muss man ein bisschen Feinarbeit und den Pfeiltasten ein bisschen hin und her probieren. So, dass es halt passt. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr Rot reinhaben, deswegen ziehe ich das länger. Das ist dann der rote Teil, ein bisschen so mehr zum Vorschein kommt. Jetzt stehen ja diese hässlichen roten Kanten ab. Nehmen wir einfach das Radierwerkzeug. Nehmen wir einen weichen Radierer. Den da einfach. Sind vorgegeben. Wenn nicht, dann Rädchen klicken. Pinsel allgemein. Und schon habt ihr die. Nehmen wir es mal einfach. Je nach Größe. Und hauen es hier weg. So, dann vielleicht noch einen kleineren nehmen. Ein bisschen runterstellen. So. Genau, gut. Dann habe ich schon mal eine rote Seite fertig. Dann können wir den einfach kopieren. Mit Steuerung J. Und ziehen den einfach mit Shift halten, einfach so rüber. Dann mit den Pfeiltasten rechts, links, fein justieren. Dabei achten, dass hier oben dieses Werkzeug immer noch angewählt ist. Gut. Dann kopieren wir das Ganze nochmal. Und jetzt sieht es ein bisschen klein aus. Deswegen nehmen wir das Ganze und ziehen einfach das ein bisschen so. Genau. Vielleicht ein bisschen dünner. Ja, so ist das ganz ansehnlich. Passt sogar gut. Passt doch gar nicht gut rein. Wenn Kanten abstehen, wie gesagt, einfach wegradieren. Das werdet ihr schon hinkriegen, denke ich. Ich hoffe, ich erkläre es gut genug. Erstes Tutorial, ja, eigentlich das zweite Tutorial, aber die, eigentlich, ja, klar. Mein erstes richtiges Tutorial. Deswegen muss ich mit dem Erklären auch noch ein bisschen üben. Deswegen nimmt man das nicht ganz so böse, wenn ich hier ein bisschen schlecht erkläre. Gut, jetzt haben wir das schon hier beim T, gleicher Buchstabe. Wählen wir einfach die beiden Flares, die wir beim T haben. Und drücken und mit Shift gedrückt rüberziehen mit der Maus, da wir beide angewählt haben mit Steuerung T. Und ein bisschen drehen. So, da la. Und wir dann noch welche in die Mitte packen sollen, machen wir es einfach. Da die beim T eigentlich schon recht gut sind für die Größe, können wir die gleich wieder mitnehmen. Packen das dahin. Der eine, mal schauen wer, der ist nicht, der ist es. Den wählen wir dann an und schieben ihn einfach ein bisschen rüber. Gut, dann wäre es eigentlich schon mal. Lassen. Ich möchte an sich eigentlich noch, ja doch, ich möchte vom dem Tutorial-Text hier das vordere anscheinend ein bisschen dunkel haben. Deswegen erstelle ich, wenn ich den Text aus erstelle, eine neue Ebene. Da wir eine Schnittmaske drüber haben, wird eine automatische neue Schnittmaske erstellt. Wir nehmen unser Pinselwerkzeug, schauen, dass wir einen Pinsel nehmen, einen weichen Pinsel, der ungefähr auf die Dicke kommt, wie die Buchstaben sind. Genau so. Dann nehmen wir an, als Deckkraft nehmen wir ungefähr. Oh, 66, nehmen wir 69. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum ich das mache. Nein. Also dann schwarz mitnehmen und dann können wir hier ein bisschen rüber gehen. So. 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 Dann können wir noch ineinander kopieren gehen. Sieht immer noch scheiße aus. Genau. Deswegen nehmen wir Weichzeichnungsfilter. Gaussischer Weichzeichner. Schön, das ein bisschen weich. So, das ist halt, man sieht das vielleicht ein bisschen, ja, man merkt es schon. Immer noch zu hell, deswegen stelle ich das noch mehr. Das wollte ich gar nicht. Hier Fülloption. Nehmen wir den Schatten nach hinten und nehmen ihn einfach ein bisschen stärker. Obwohl, wenn es. Nee, das sieht dann auch, wenn es dann an dem Inneren noch ein bisschen. Dann nehmen wir mal die Farbüberlagung. Ein bisschen rumprobieren. Obwohl, das sieht auch scheiße aus. Schwarz macht. Bisschen zu dunkler werden die anderen Sachen. Müsste ich jetzt nochmal die ganze Zeit mit Schwarz rübergehen, was Dunkleres nehmen. Und dazu habe ich keinen Bock, deswegen lasse ich so. Ich werde später nochmal dunkler machen. Ihr könnt es aber so lassen. Wenn ihr es hell wollt, dann lasst es hell, wenn nicht, dann nicht. Wir stellen noch eine Gruppe hier auf den Ordner klicken. Wählen alle Sachen raus, bis auf den Hintergrund. Und ziehen das Ganze schon mal rein. Nennen das Ganze
Text oder nennt es wie ihr wollt, als Peterbus. Jetzt wählen wir das aus und können den schwarzen Namen eigentlich hier gleich. Nehmen den Text und schieben ihn zu unserem YouTube-Tablet. Bisschen zu groß, würde ich sagen. Deswegen wählen wir den Ordnertext an. Steuerung T machen. Hier Rechtsklick. Um 90 Grad drehen. Gut, dann schon auf der einen Seite. Auf die andere Seite werden wir das später packen. Denn dann werden wir alles gleichzeitig. So, von der Größe her. Ich mache es jetzt nicht zu groß. So. Je nachdem. Das mache ich es mal so klein. Normal ist ja euer Text vielleicht auch länger als drei Buchstaben. Dann sieht er es auch ansehnlicher aus an sich. Gut, jetzt wäre der größte Anfang schon mal geschafft. Das lösche ich. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt gehören nämlich zu dem ganzen anderen Zeug, den Space Dogs. Und damit fange ich mal an, dass ich erstmal mein GFX Pack öffne. Das mache ich jetzt erstmal zu. Viel zu viel. Dass ich erstmal anfange, meins zu nehmen und dann, wenn mir das nicht mehr ausreicht, nehme ich noch andere. Da müssen wir halt schauen, wie wir damit hinkommen. Ich schaue, dass ich möglichst nicht so viele unterschiedliche Sachen nehme. Damit ihr auch halt nicht so viel runterladen müsst. Weil habt ihr ja schon genügend Stocks auf eurem PC. Dann sollte das kein Problem sein. Überhaupt mein. Ich glaube, ich habe mein eigenes GFX-Pack gar nicht mehr drauf. Doch, habe ich sogar noch. Ja, schon. Gut. Fangen wir mal an mit Space. Was haben wir denn da? Genau, das brauchen wir als erstes. Nehme ich eigentlich immer. Fast in jedem werdet ihr das finden. Wir ziehen das rüber. Ziehen wir das über den Text hier zwischen. So. Nehmen dann negativ multiplizieren. Jetzt sieht es natürlich irgendwie schäbig aus, deswegen Steuerung T. Und wir drehen das Ganze um 90 Grad. Genauso. Da drehen wir es wieder noch ein bisschen zurück. So. Dass ungefähr dieser Teil hier eine gerade Linie bildet. Ungefähr. So könnt ihr das abmessen. Ich mache das automatisch. Dann schiebt ihr das Ganze ein bisschen hin. Das ist ein bisschen scheint. Denn das finde ich irgendwie ganz gut. Weit ein bisschen zu übertrieben. Ein bisschen nach unten schieben. So, mal schauen. So, das schon mal erledigt. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen als nächstes. Schauen wir mal, was wir so finden. Mal schauen. Genau, das packen wir. Nehmen wir jetzt einfach mal. Nehmen das. Packen das diesmal aber hinter den Text drunter ziehen. Drehen das Ganze wieder um 90 Grad. Und packen es jetzt zum Beispiel hier so hin. Schäbig aus. Ein bisschen kleiner machen. Das ist halt ungefähr so, wie hier so hingeht. Muss man halt mit viel Feingefühl. Da kann man. Man kann eigentlich kein richtiges Tutorial für sowas machen, weil man das immer unterschiedlich macht. Wenn ich jetzt mal einen anderen öffne, was ich gemacht habe. Öffne ich mal. Schauen wir mal. Mal den letzten von so einem Wichser, der mir nie das Geld gesendet hat, den könnte ich so in die Tonne treten. Also. Wenn man es jetzt vergleicht, hier habe ich viele verschiedene Sachen genommen. Das sieht dann natürlich wieder ganz anders aus. Da muss man wirklich vielerlei rumprobieren. Es wird nie einheitlich aussehen können. Da könnt ihr euren Ideen freien Lauf lassen. Ich will jetzt einfach eigentlich nur mal zeigen, wie man sowas eigentlich angeht. Ein bisschen rumschauen, wenn man ein schönes findet. Nee, guck mich ein. Da haben wir schon. Okay. Gut, dann Textures. Da habe ich irgendwas Lustiges drin, glaube ich. Nice Textures ist drin. Genau, da Nice Textures. Da habe ich was Cooles drin, und zwar genau das da. Das finde ich eigentlich auch recht ansehnlich, um das hier in so eine Ecke zu packen. Muss man dann schauen, dass man später eine Color Correction nimmt, die halt das Ganze nicht hier unsichtbar macht, weil die oft die hellen Sachen ein bisschen abdunkeln, damit man es nicht mehr sieht. Jetzt habe ich den Nice Textures mal drüber kopiert, das wollte ich gar nicht. Und das ziehen wir auch unter den Text, weil wir wollen es ja nicht über den Text haben. Kopieren das Ganze und ziehen es auf die andere Seite. Jetzt sieht es aber ein bisschen schäbig aus, wenn die beiden Sachen drüber stehen. Deswegen einfach radiergummieren und ein bisschen hier kratze, kratze. Genau. Jetzt könnten wir noch ein Flair hier oben drauf packen. Vielleicht bei mir ein bisschen schäbig, weil bei dem U in der Mitte, da wo der Hauptpunkt ist, frei ist.
Ich mach's trotzdem, weil. Warum eigentlich nicht? Schau mal. Box Flares. Da nehme ich jetzt mal. Doch, den nehme ich. Das nehme ich. Das rote hier. Wir können den, die Flares nehmen, die wir vorhin hier verwendet haben. An die Seiten des Textes. Zieht das Flare-Ding über den Text. Und stellt es auf negativ multiplizieren. Jetzt hat es so einen schäbigen Rand. Den kommt weg. So. Und schon hätten wir das jetzt auch fertig. Das ist jetzt noch kein Meisterwerk, weil es noch ein bisschen scheiße aussieht. Deswegen würde ich sagen, ein paar so Glassplitter sollte man noch reintun. Schau ich mal hier, was ich so habe. Das nehme ich jetzt einfach mal. Das ist wirklich ein Rundprobieren. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas, um euch zu zeigen, wie es aussehen könnte. Wieder auf negativ multiplizieren. Stellen. Dann das Ganze wieder kopieren. Steuerung J und dann auf die andere Seite schieben. Und so. Ist kein Meisterwerk, also ich schau mal, was ich noch so gemacht habe. Da was hat man da. Natürlich auch nicht viel anders genommen, eigentlich. Das geht. Man muss halt, es ist immer eine Sache des Schauens, also es bleibt ja nie gleich. Das sieht auch ganz lustig aus. Ja, genau, nehmen wir schon. Ich habe noch so Bubble Textures. Ich weiß noch nicht, wo ich die habe. Nein. Nein. Wo sind die denn? Ja. Ich schaue selber noch ein bisschen da drum, deswegen bin ich gerade ein bisschen leise. Tut mir leid. Lightning Blitz. Nein. Es ist wirklich, schaut einfach alles durch, was ihr findet. Vielleicht findet ihr was Gutes, vielleicht aber auch nicht. Und das ist wirklich einfach nur rumprobieren. Ihr habt ja gesehen, wie man es macht. Sachen, die vor den Text sind, sollen jetzt nicht unbedingt diese fetten Sachen hinten, solche, diese Space-Sachen sollte man nicht vor den Text packen. Aber so Flares sollte man, die halt nicht wirklich den ganzen Text bedecken, kann man schon dann über den Text packen. Das muss man halt so sehen, würde ich jetzt mal sagen. Dann schaue ich mal kurz. Grafiken, Stocks, Space, hab ich auch Bubbles. Ich habe viel zu viel. Was man alles gar nicht braucht. Man braucht nicht so viel. Ich kann das nur gar nicht finden. Ich mache kurz Pause und suche das schnell. Ich kann es nicht finden und deswegen. Einmal so, ich scheiß jetzt einfach drauf. Space ein bisschen hinterziehen. So. Es sieht natürlich jetzt gerade irgendwie hier ziemlich hässlich aus. Deswegen kommen wir dann zum wichtigsten Part, die Color Correction. Die nehmen wir jetzt aus meinem Exclusive Pack und ziehen sie rüber. Das wird ein bisschen dauern, weil das halt recht viel ist. Deswegen halten wir hier Maustaste gedrückt und auf dieses gedrückt halten. Und dann irgendwann zieht das dann über. Was manchmal 10, 20 Sekunden dauern kann. Deswegen müssen wir die Zeit überbrücken. Komm schon, komm schon, komm schon. Übung ist einfach noch. Ja, häng ruhig, du Dreck. Okay, wir probieren's. Ja, das Problem mit dem Rüberziehen wird euch dann auch bald damit eine Bekanntschaft machen. Ja, es möchte wohl gerade nicht, deswegen kurzen Stopp. Ja, nun habe ich es rübergezogen. Hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Eine Minute, eine halbe Minute. Weil es hat irgendwie halt recht lang gedauert. Mein Gott, aber es hat viele Dateien. Wir ziehen die Color Correction ganz nach oben. Das können wir ja nicht löschen. Und dann haben wir hier einiges zur Auswahl. Jetzt nehmen wir mal hier CC Lui. Schauen wir mal, wenn wir auch. Würde so aussehen. Nee, nee. Muss man selber ein bisschen rumschauen, was am Ende am besten aussieht. Nee, nee. Boah, Alter, das ist doch ganz schön. Das hebe ich mir für später auf. Mal ein bisschen rumschauen. Da vielleicht rot. Ja, ein bisschen zu rot finde ich hier unten. Deswegen überlege ich mir, ich glaube, ich nehme die von gerade eben. Die da. Das ist ein ja. Ein bisschen noch immer zu stark. Das
deswegen nehmen wir die Deckkraft einfach runter. Ja, das, nee, lassen wir schon. Ja, kann man so lassen eigentlich. Gut, dann Stack nehmen, da schauen wir noch was auf unten hier noch. Nee, das macht es zu dunkel. Das macht es auch ein bisschen zu dunkel, finde ich. Das ist ein bisschen zu stark, obwohl, wenn wir das nehmen, ein bisschen runterschrauben, geht das schon. Ich mach das dann unten, obwohl, das, wenn wir das auch wieder ein bisschen runterschrauben, kann man sich schon was Gutes finden. Es sieht ein bisschen komisch aus. Deswegen muss ich da, muss dann, wenn man nach der Color Correction, würde ich immer noch mal kurz schauen, warum es so aussieht. Ah, ich weiß auch. Wir gehen dann einfach hier Sektion, Layer, Full-Option und machen Schatten weg. Ein klein bisschen kann man da lassen. Jetzt kann man noch ein bisschen was hinzufügen. Ich schau mal, was wir noch hinzufügen können. Das ist mein Pack. Bestimmt noch irgendwas. Nehmen wir Space. Da probieren wir es einfach mal. Ich meine, man muss immer rumprobieren. Das kann ich euch gleich sagen. Nehmt einfach alles, probiert rum. Irgendwann kommt ihr zu einem guten Ergebnis. Es gibt einfach keine Formel für sowas. Ich probiere euch einfach nur zu zeigen, wie man das machen kann. Macht mir das nicht unbedingt genauso nach, denn man kann es nicht immer genauso nachmachen. Es ist wirklich schwer, darüber ein Tutorial zu machen. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht gerade gut erklärt, aber ihr seht ein bisschen was und Mai, warum denn nicht jetzt? Warum hängt dieser Scheiß denn schon wieder? Pause. So, dann schauen wir jetzt mal rüber. Schauen wir mal, was man daraus machen kann. Ja, sieht ganz annehmlich aus. Bestimmt kann man daraus was machen. So, mal jetzt über den Text. Nicht in Sektion reinpacken. Genau. Negativ multiplizieren. Das heißt, die schwarzen Ränder weggehen. Ja, packen wir das mal. Das ist ein bisschen hell, finde ich. Da oben hinten. Das ist ein bisschen zu hell, finde ich. Cool, weil wir dann, hier müssen wir dann Triple Space und auf negativ multiplizieren machen. So. Ich finde es einfach ein bisschen zu hell, ich weiß auch nicht. Wenn es euch taugen würde, dann könnt ihr das natürlich nehmen. Obwohl, da das ja ganz annehmlich aussieht, so das hier, würde ich sagen, wir radieren das aus. Was ist das jetzt hier? Das finden wir aus. Und radieren das hier aus. Nehmen dann, kopieren dann den Rest, den wir übrig haben. Ziehen das dann hier runter. So. Und dann ein bisschen drehen, bis es halt passt. Nee, das will ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo genau wie man das dreht. So. Dann könnt ihr es so hinziehen. Und schon sieht das dann ganz aus. Vielleicht noch ein bisschen näher an den Text. Ja, so, doch. Das ist zum Beispiel, es gibt keine Formel einfach dafür, das ist einfach probieren. Das kann man echt wegmalen, das ist ein bisschen zu hell, finde ich. Yes. Ich will auch irgendwie noch hier oben was haben, da fehlt mir irgendwie was, ich weiß noch nicht genau, was man da hin machen könnte. Schauen wir mal, ich vergleiche mal mit meinen anderen, die ich schon gemacht habe. Den Lotex hasse ich auch. Der schuldet mir noch 160 Euro. Genau, das könnte ich probieren. Ich kann gleich sagen, es muss nicht unbedingt funktionieren, denn mein Photoshop ist voll verbuggt. Ich zeige es euch, wie es geht. Wenn es bei mir nicht geht, wird es bei euch gehen. Deswegen. So, wir nehmen hier, klicken das oberste, nehmen Texting, machen eine neue Ebene. Wir wählen jetzt die Textebene aus. Dann haben wir eine Umrandung. Also Steuerung festhalten. Steuerung festhalten und auf dieses Raster hier klicken bei dem Text, dann erscheint das ja genau das da in der Baumzeichen auf dem Bildschirm, das werdet ihr nicht sehen. Dummheit siegt, ja. Dann klickt ihr drauf und schon ist es gerastert. Die Ebene 3. Klickt ihr hier auf Auswahl. Auswahl. Auswahl verändern und erweitern. Nehmt mal 5 Pixel. Doch, 5 Pixel ist gut, das war's schon. Ja, doch. Dann stellen wir die Farbe auf Weiß. Pinsel nehmen wir den normalen Pinsel, nicht so einen weichen und normalen, und stellen ihn auf. Ich schau mal, ob das funktioniert. 3, 4 ungefähr. Jetzt nehmt ihr dieses Werkzeug hier unter dem
Pfeil, Rechtsklick, Arbeitspfad erstellen. Toleranz 1,0. Ihr seid immer noch auf dieser neuen Ebene, auf der noch nichts drauf ist. Dann geht ihr auf das Pfadwerkzeug, Rechtsklick, Pfadkonto füllen und da sieht man es mal wieder. Es passiert bei mir nichts. Bei euch würde jetzt was kommen, Pfadkonto füllen. Dann könnt ihr hier sowas auswählen. Nimmt dann den Pinsel und Druck simulieren. Nicht ankreuzen, Häkchen machen, nicht ankreuzen, OK klicken. Dann wird da hier weiße Ränder erstellt, was den Text ein bisschen hervorhebt. Dann kann man vereinzelt nochmal hier vielleicht ein paar Stellen rausradieren. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil mein Photoshop recht verbuggt ist. Dann müsste ich alles nochmal neu starten. Jetzt habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Ja. Da kann man nochmal ein bisschen rumschauen. Vielleicht kann man dem Text ein bisschen Schein nach außen geben. Wenn es nicht zu übertrieben ist. Vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Ein bisschen runterstellen. Nur einen leichten Schein. Doch, das kann man schon lassen. Einen leichten Schein. Ein weiß. Ein blau. Blau. Ein bisschen zu dunkles. Doch. So. Kann man ein bisschen rumspielen. Ein bisschen schauen, was so geht. Ich finde, dieses Flair-Ding ist einfach nur ein bisschen zu. Nicht wirklich hervorheben. Vielleicht kann man ein bisschen mal kopieren, dass es stärker wird. Das wäre dann wieder zu stark. Deswegen würde ich sagen, wir können es auch löschen. Ne, lass uns mal da. Jetzt kommt schon zurück. Muss mich verarschen. Ach, mei. So. Das war es eigentlich auch schon. Jetzt zeige ich euch noch schnell. Wenn ihr solche Kanten seht, dann schaut mal, wo das herkommen könnte. Einfach die ganze Sache immer nehmen. Schauen. Geht's weg? Geht's nicht? Auf das Auge klicken. Geht's weg? Geht's nicht weg? Ich weiß, was es ist. Es ist. Das da, hab ich mir schon gedacht. Dann nehmt ihr das, reitet jetzt einfach weg. Und das war's auch schon. Wie gesagt, ihr müsst einfach, haut da einfach alles hin, was ihr wollt. Schaut, ob es gut aussieht oder ob es nicht gut aussieht. Color Correction ist am Ende das Wichtigste, dürft ihr nicht vergessen. Kann man mal wieder ein bisschen rumschauen, was man noch so findet. Ich tue jetzt mal weg hier. So, und schau, was ich noch so finde. Color Sick. Sowas zum Beispiel. Wirklich, schaut. Was ihr wollt, wenn es dann oben euch zu dunkel ist, ihr könnt auch einen hellen Text erstellen. Ich wollte jetzt einfach nur unbedingt einen dunklen nehmen, weil ich dazu gerade Bock hatte. Ja, egal. Macht einen hellen Text, nimmt dann in Cinema 4D, nimmt Tutorial 1, nimmt der als normales Material ein helles. Es ist einfach jetzt nur ein Beispiel. Wirklich, ihr werdet das hinkriegen, denke ich. Ihr probiert es rum. Jetzt wisst ihr, wie ich es mache. Nochmal kurz, Color Correction das Wichtigste. Schaut, dass es nicht zu übertrieben aussieht. Nehmt immer nur eine, nicht unbedingt zwei solche auf einmal. Das sieht ziemlich schrecklich aus. Dann, bei solchen Space-Sachen, immer auf negativ multiplizieren stellen eigentlich. Weil es hat ja schwarze Ränder, damit gehen die schwarzen Ränder weg. Alles Weitere braucht man nicht wissen, denke ich. Wie bringen wir das auf die andere Seite? Erstmal würde ich sagen, da wir dieses Schwarz nicht mehr sehen, stellen wir die Color Correction aus. So sehen wir alles nochmal gut. Dann nehmen wir alles. Ich tue immer alles zwischen Sections und Background. Wir nehmen einfach alles. Ja. So also in den Ordner rein. Einfach alles in den Ordner rein nehmen. Und dann den Ordner schließen. Ordner mit Steuerung und J kopieren. Und schon dann den zweiten Ordner auswählen. Steuerung T. Das Ganze dann um 180 Grad drehen und mal schön rüberschieben. So. Bei mir normal müsst ihr den Text nochmal drehen, weil ja der Text dann immer noch nicht ganz gedreht ist. Das macht ihr dann mit Horizont. Also das müssen wir gleich machen. Weil das da ist das da. Das heißt, dieser Buchstabe ist dieser Buchstabe. Dieses T ist dieses T. Dieses T ist dieses T. Deswegen sehen wir, da haben wir wieder dieses untere, was hier versteckt ist. Deswegen müssen wir das jetzt löschen. Dazu gehen wir. So. Das ist so wie das da. Ja genau. Das nehmen wir dann. Und radieren diesen Klumpen einfach weg. Genau. Da der Text ja jetzt verdreht ist, nehmen wir diese Textgruppe.
180 Grad. Da müsste es, glaube ich, richtig sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da müsst ihr halt einfach mit dem Texting, mit dem Horizontal und 180 Grad spielen, bis es wirklich passt. Ich weiß es selber. Seit ich Backgrounds mache, probiere ich es immer die ganze Zeit rum, weil ich mir sowas nicht merke, weil sowas unwichtig ist. Gut, dann aktivieren wir die Color Correction wieder. Ich finde es mir immer noch ein bisschen zu stark, also ich würde da noch ein bisschen was ändern und das wird dann so schlimmer. Bitte ein bisschen runterdrehen. Ach, ich lasse es jetzt so. Gut, wie wäre es, wenn wir noch einen Text da oben hinschreiben? Ich meine, warum nicht? Ich hatte irgendwie eine coole Handschrift, ich habe sie noch vergessen. Da können wir zum Beispiel hinschreiben, euren Kanal dann nochmal in 2D. Da, JLK. Ganze Sache oben hin. Macht am besten nochmal die Color Correction aus, dann könnt ihr sehen. In die Mitte ungefähr. Ungefähr Augenmaß ist halt da bei sowas einfach. Jetzt nimm das Ding. Genau. So, Augenmaß ist einfach alles. Wenn ihr es genau haben wollt, kann ich es euch jetzt auch zeigen, weil warum nicht. Macht ihr sowas zum Beispiel, wo mache ich das öfters? Ist ungefähr dahin. Dann könnt ihr nur Ebene erstellen, mit der Ebene verbinden. Und zieht das Ganze dann rechts rüber. Kopiert ihr das Ganze, zieht das dann auch schön nach rechts rüber. Und dann zieht das Tutorial einfach. Ups, wollte ich nicht. Jetzt, boah, es gibt's auch nicht. Genau. So, dann zieht ihr das so ein bisschen. Aber dann ist es genau in der Mitte. Ich mach's mal nach Augenmaß, denn ich bin einfach zu voll. Jetzt in der Mitte, jetzt zieht das Ganze hier in die Gruppe wieder rein. Oder über die Gruppe. Über die Gruppe. Ist ja nicht in der Gruppe drin. Color Correction wieder an. Und schon seid ihr eigentlich fertig. Es ist jetzt nicht gerade wirklich einer meiner besten Backgrounds. Ich bin selber nicht mehr zufrieden. Aber es ist eine Demonstration, wie ich sowas mache oder wie es eigentlich geht. Und ich denke, mit ein bisschen rumprobieren. Nehmt euch ein, zwei Stunden Zeit, wenn ihr mit den scheiß Hausaufgaben fertig seid. Probiert rum, ihr werdet viel rausfinden. Und ich denke, dann geht das alles. Es geht eigentlich wirklich alles am Ende über die Color Correction. Damit macht man, weil, wie ihr seht, sieht sowas eigentlich wieder geil aus, aber sowas sieht einfach schäbig aus. Sowas kann man keinem anbieten. Das sieht alles aus wie hingeklatscht. Aber so sieht das dann wieder irgendwie geil aus. Deswegen, Leute, ihr müsst es einfach rumprobieren. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch mit diesem in irgendeiner Weise weiterhelfen. Weil hätte es irgendeinem irgendwas gebracht. Das würde mich freuen, wenn ihr mir hinschreiben könntet in die Kommentare, ob es das geholfen hat oder nicht. Das Ganze speichern wir dann mal noch schnell ab. Ich habe mir extra Ordner angelegt. Oh ja, wenn ihr was kaufen wollt, ihr müsst jetzt leider im Voraus bezahlen, denn ich wurde zu oft betrogen. Zu oft. Letztens dieser, der hieß Team Sheldon LP. Ja. Solche Leute könnte man sowas von links, rechts eine runterhauen, weil mich das einfach ankotzt, weißt du. Ich hock mich hier dann eine Stunde vor dem PC, mach die ganze Scheiße und am Ende kriege ich kein Geld. Sowas kann es ja auch nicht sein am Ende. Ich hoffe, ihr versteht es. Ihr könnt bis jetzt alle Fragen, für die ich einen Background gemacht hatte. Jeder war bis jetzt zufrieden. Also ich glaube, man kann mir auch einigermaßen vertrauen, dass ich das auch mache. Ich hoffe es doch, dass man mir vertrauen kann. Ihr könnt mit Post und PayPal zahlen, obwohl mir PayPal am liebsten ist. Abspeichern als PNG und Komprimierung kleines und langsam, Interlace ohne. Und dann war es das schon, Leute. Boah, 35 Minuten schon fast. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ja, haut rein, Leute. Ne? Au, wow.